ich mir eine schöne Kackbratze zum Fahren gegeben. Okay, Kumpel, fahr schon gleichmäßig in der Outlet und okay. Kann nicht so gewichtig gewesen sein. So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal in etwas anderer Umgebung. Ich bin bei meinem Bruder. Und ich bin hier in einem Racing Seat von Fanatec. Den hat sich mein Bruder hier selber zusammengebaut, das Schien, also mir die Teile eben gekauft und zusammengebastelt. Hier gibt es eine Handbremse, Schaltgetriebe, der jetzt nicht funktioniert, weil ich kuppeln muss. Lenkrad mit jeden möglichen Sachen, was es gibt. Hier den alten Sitz aus meinem ersten Auto. wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hier ist auch so mit so Tastatur und allen möglichen Sachen, Raffinessen zum eben auch betätigen. Dann mein Bruder sitzt gerade am PC und managt alles. Wenn ihr dazu weitere Fragen haben solltet, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir speziell dazu auch noch ein Video. Ich habe hier einen großen Bildschirm vor mir und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie das so ankommt und wie ich mich so tue. Ich bin totaler Rennprofi. Wie heißt das Spiel? Project Cars 2. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Ich sitze in einem Mercedes und wir fahren jetzt mal los. Ein E190. Ist der an? Ne, jetzt. Ich muss, by the way, also ich wollte mitkuppeln. Also ich muss auch tatsächlich kuppeln, bremsen, Gas geben und schalten. Und wir gucken jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Wow. Der hängt aber gut am Gas. So, erster Gang rein und los geht's. Wie weit dreht er? Ja, schnell hier. Okay. Ach du je. Okay. Man muss davor sagen, ich bin davor ein Allrad gefahren. Und bin jetzt ein bisschen. Okay. Ich habe alles im Griff. Ich kenne auch die Strecke gut. Die bin ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder so sind wir die öfters mal gefahren. Deswegen weiß ich auch ganz genau, wo was kommt. Das ist diese Socke. Kennt ihr die Socke? Okay. Kennt ihr die Socke? Schreibt mir in die Kommentare, welche Map das ist, mit Socke gemeint. Ich muss natürlich erstmal die Reifen warm fahren. Oh, Drift King. Ich sehe schon, es wird ein Video, da muss ich viel schneiden, damit es irgendwie gut aussehen könnte. Ha? Ja, am besten. Das sah auch nicht besser aus. Ich versuche zumindest mal. Oh! Ja, die Bande ist mein bester Freund. Ich versuche zumindest mal eine Runde fertig zu fahren. Muss hier bremsen. Okay, sieht gut aus. Drift King. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn wenigstens nicht abgewürgt. Also wie ihr merkt, ich habe nicht übertrieben, als ich gesagt habe, dass ich ein Fahrerass bin.
Guck mal, das ist jetzt sogar, da ist noch eine Kurve und dann kommt das Ziel, gell? Das weiß ich noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht falsch gecallt. Aber ich denke immer, ich habe die Kurve gut. Bis mir der Arsch kommt. Gibt's ja nicht so eine interne Spielhilfe, dass mir der Arsch nicht kommt? Okay, ich schaff's jetzt noch bis Ziel. Topzeit, oder? Rundenzeit gelöscht aufgrund von Folie-Sektor. Okay. Puh. Eine interessante Runde. Also es ist geil, es ist halt echt krass. Also es macht Spaß, aber muss vielleicht mal noch ein anderes Auto fahren und ein bisschen üben. Könnt ihr mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder was ihr sehen wollt. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Spiele, was wir mal antesten wollen mit dem ganzen Setup hier. Achso, ich wollte mal die Handbremse noch probieren. Oh, shit. Schön Kupplung schleifen lassen. Schön meine Kupplung. So, jetzt mal. Funktioniert nicht? Ich glaube, dieses Defekt. Okay. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, schreibt rein, ob ihr mehr davon sehen möchtet oder ob ihr selber sowas habt oder ob ihr sowas gern hättet oder ob ihr sowas am Zusammenbauen seid. Und ja, gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich auch den Kanal abonnieren. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.